Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Bürgerinitiative Wir Österreicher wollen keine Organe aus China haben, für die unschuldige Menschen getötet wurden, fordert den Nationalrat auf, illegale Organentnahmen in China zu verurteilen und den Organtransplantationstourismus zu unterbinden. Es handelt sich dabei um ein wichtiges globales Anliegen. Die Bürgerinitiative wurde zur weiteren Behandlung dem Menschenrechtsausschuss zugeleitet und hier auch diskutiert. Staatlich erzwungene Organentnahme und Organraub an Gefangenen sowie an den religiösen und ethnischen Minderheiten sind in der Volksrepublik China aktuell traurige und unfassbar brutale Realität. Auch wenn die chinesische Regierung das Gegenteil behauptet, so gibt es immer wieder stichhaltige Indizien dafür, dass abertausende Menschen getötet werden, um an deren Organe zu kommen. Wir reden hier im selben Atemzug von der Todesstrafe. Wie viele Menschen jährlich hingerichtet werden, ist nicht bekannt, denn China hüllt sich in Schweigen. 2016 wurde dem EU-Parlament ein Bericht über Organraub in China präsentiert. Aus diesem geht hervor, dass in China in einem Zeitraum von etwa 15 Jahren möglicherweise 1,5 Millionen Menschen mit der Absicht von Organentnahme getötet wurden. Die Wartezeiten auf Organtransplantationen in China ist überraschenderweise sehr kurz und im Vergleich zu anderen Ländern noch deutlich kürzer. Die Herkunft tausender Spenderorgane in China ist meist unklar. Entschuldigen Sie, Frau Abgeordnete, es ist unerträglich laut im Raum und ich bitte um Aufmerksamkeit. Dankeschön. Unsere parlamentarische Auseinandersetzung mit der Bürgerinitiative wurde in einen Entschließungsantrag gegossen. Auch dank an Kollegin Kugler, die hier federführend mitgewirkt hat. Wir wollen damit betonen, dass wir diese Praktiken aus ethischer und menschenrechtlicher Perspektive absolut ablehnen. Ich habe eingangs die Verfolgung ethnischer und religiöser Minderheiten in China erwähnt. Abschließend möchte ich Ihnen das Buch einer mutigen Frau namens Saira Ghul South Base empfehlen, das von schockierenden Praktiken berichtet. Seit 2017 werden in China Uiguren und Kasachen vom Kind bis zum Greis in Straflagern festgehalten, um sie politisch umzuerziehen. Sie sollen ihre Identität und ihren muslimischen Glauben aufgeben. Das Buch trägt den Titel Die Kronzeugin und erzählt von einer kasachischen Staatsbeamtin und Direktorin mehrerer Vorschulen. Als Angehörige einer Minderheit in China gerät sie 2017 in die Mühlen des chinesischen Unterdrückungsapparats. Sie wird mehrmals verhört und schlussendlich in eines dieser Umerziehungslager verbannt, wo sie als Lehrerin mit den Mitgefangenen die chinesische Sprache, Kultur und Politik eindrillen muss. In ihrem Buch schreibt sie: Kaum hatte ich den ersten Fuß in den Raum gesetzt, erhoben sich 56 Menschen mit klirrenden Fußketten und riefen: Wir sind bereit. Alle trugen blaue Hemden und Hosen. Ihre Köpfe waren kahl rasiert. Die Haut totenbleich. Vor der Tafel musste ich stramm stehen, seitlich flankiert von zwei Wachen mit automatischen Schnellfeuerwaffen. Kurz geriet ich ins Schwanken. So unvorbereitet und so heftig hat mich dieser Anblick getroffen. Zitat Ende. China nennt diese Lager beschönigenderweise Berufsbildungslager. Dort wird Saira Ghul South Base Zeugin von Gehirnwäsche, Folter, Medikamentenmissbrauch und Vergewaltigungen. 2018 kommt sie überraschenderweise frei und flieht nach Kasachstan. Seither hat sie sich zum Ziel gesetzt, die Welt über Chinas Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuklären. Es ist auch unsere menschliche Pflicht, die Vorgänge in China genauestens unter die Lupe zu nehmen. Denn der illegale Organhandel und die Verfolgung von Minderheiten hat globale Dimensionen. Wegschauen ist keine Option.
denn das ist tödlich für die Inhaftierten. Dankeschön. Über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und illegalen Organhandel in China hat Kira Grünberg von der ÖVP gesprochen.